Ja, einen schönen guten Morgen an einem Montag, einen 26. Heute reden wir mal kurz über das Thema Archetypen. Das ist ein Begriff von C.G. Jung. Aber nicht nur C.G. Jung beschäftigt sich damit, sondern viele, die was in der Bewusstseinsforschung tätig sind. Ein ganz einfaches Beispiel, um was geht. Der Buddha hat einmal gesprochen über das Thema Lehrer und Lehren. Und er hat es verglichen wie mit einem Floß, das was einen über einen Fluss bringt. Aber dann sollte man das Floß nicht mit sich nur herumschleppen, sondern das Floß liegen lassen. Und was heißt das im Grunde genommen? Wir haben Charaktereigenschaften, Wesenszüge, Archetypen, die was uns eine gewisse Lebensspanne begleiten. Ob es jetzt Glaubenssätze sind, philosophische Einstellungen, wie immer. Und die, was in einer gewissen Lebensspanne sehr nützlich sind und absolut überlebensnotwendig, aber in einer gewissen Entwicklungsphase auf der Wanderung dann eigentlich hinderlich sind. Und da ist einfach die Zeit, dann diese Charaktereigenschaften wieder loszulassen, wo wir natürlich auch Geduld mit uns selber brauchen. Es ist gar nicht so leicht, das Loslassen. Aber es kann sein, dass wir vielleicht einmal eine Zeit lang uns sehr stark durchsetzen und behaupten haben müssen. Und vielleicht 5 Jahre später, wo unser Leben ganz anders aufgestellt ist, diese Eigenschaft dann hinderlich ist und so weiter. Und dasselbe gilt natürlich auch primär bei unseren Glaubenssätzen, die was uns sehr prägen. Und da denkt man wieder an das Floß. Wie viele Flöße schleppen wir mit uns mit? Und wundern wir sich, dass wir eigentlich im Leben einfach in unserer Entwicklung nicht weiterkommen, weil wir diese Flöße, ich glaube mehr zu als Flöße, mit uns mitschleppen. Und somit kann man wirklich sich denken, dass wir wirklich auch multidimensionale Wesen sind, mit multidimensionalen Persönlichkeiten und gewisse Persönlichkeitsmuster sollten wir einfach loslassen oder nicht mehr so stark füttern und nähern, weil sie uns im momentanen Entwicklungsprozess hinderlich sind. Wie merkt man natürlich das? Ich glaube, ein guter Gradmesser ist auch der Frieden und die Freude. Und wenn wir Charakterzüge, die wir vielleicht früher sehr stark ausgelebt haben, dann versuchen wieder auszuleben, rein aus Gewohnheitseffekt. Und wir merken, wir kommen noch, es bringt uns aber nicht mehr den gewünschten Erfolg. Erfolg messe ich natürlich nicht, dass ich meinen eigenen Willen durchsetze, sondern Erfolg messe ich daran, ob ich im Einklang mit dem Großen und Ganzen stehe, mit meinem Leben, mit meinen Entscheidungen, mit meinen Handlungen, mit meinen Gedanken. Und das kann sich oft wirklich ändern. Und hier geht es darum, einfach auch das Leben, ewig beständige, ist der Wechsel, Leben ist Wechsel, ist Veränderung. Man denke nur an die Jahreszeiten. Alles verändert sich auch in der Natur und natürlich auch in unserer Natur stehen auch immer wieder Veränderungen an. Das ist ein natürlicher Prozess. Und das ist eigentlich das Thema, mal über die eigenen Archetypen sich Gedanken zu machen, ob gewisse Archetypen noch angebracht sind, auch in dieser Zeitlinie, in der sich jetzt diese Erde hineinbewegt. Das heißt, wir bewegen sie natürlich auf 4D zu. Da kommen wir gar nicht aus. Und gewisse Archetypen, die was früher unter Anführungszeichen normal waren in dieser 3D-Welt, wie zum Beispiel Ehrgeiz, beruflicher Ehrgeiz oder Streben nach materiellen Luxus und so weiter, diese Dinge werden in der 4D-Welt keine Bedeutung mehr haben. Das heißt, diese Eigenschaften werden sogar hinderlich sein, um uns wirklich dann in dieser neuen Welt auch, die was kommen wird und schon bereits in Anbruch ist, auch überhaupt wohlfühlen zu können. Das heißt, wir sind herausgefordert, unsere Archetypen zu überdenken und sich trotzdem schon langsam einzuschwingen auf 4D, natürlich könnte man sagen, was heißt 4D? Das ist jetzt nicht so, wie es jetzt
eher Einstein meint, dass man die Zeit hinzufügt als vierte Dimension, sondern in der Bewusstseinsentwicklung ist es einfach eine, so gesagt, eine Höheentwicklung, wo man bei gleichbleibender Individualität viel mehr auf das Gemeinwohl schaut. Denn nur so wird in diesen Planeten einfach in Zukunft da das Überleben funktionieren. Dass wir auch die Erde und uns Mitmenschen nicht mehr ausbeuten für unsere eigenen egoistischen Zwecke, sondern einfach immer bei allen Handlungen und Wünsche und Taten daran denken, wie passt es in das Große und Ganze. Und ja, das ist eigentlich der neue Weg. Und ich freue mich schon drauf, wann diese Dinge viel mehr zum Vorschein kommen. Wir werden einfach in einer ganz anderen Qualität leben und mehr weg von der Gesellschaft hin, mehr hin zu einer echten Gemeinschaft. Schönen Tag.